Hallo YouTube. Na, zu unscharf? Na, lasst mich das mal lösen. Magic. Naja, gut, jetzt wo ihr ja was seht, ist es Zeit für des Zockers Füllhorn. Jetzt, wo der Fokus wieder gerichtet ist, richten wir doch unseren Fokus mal auf ein noch immer sehr beliebtes Genre, nämlich das RPG, das Role-Playing Game, also das rollengespielte Spiel. Naja, zu einer Zeit, in der noch niemand einen Ego-Shooter mit RPG-Elementen gekrönt hätte und in der es auch noch nicht üblich war, ein Spiel in cineastischer, epischer Größe erstrahlen zu lassen, gab es aber auch schon dieses Genre. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es damals aussah. Stonekeep ist ja schon ein absoluter Kultklassiker. Beginnt mit einem lässig schlechten Intro in peinlichster Qualität, erhält man ein sehr gelungenes, sehr umfangreiches Abenteuer in einer unglaublich dichten Atmosphäre. In den Dungeons und Höhlen von Stonekeep warten zahlreiche Rätsel und hundsgemeine Gegner, aber auch treue Kameraden und gutmütige Helfer auf dem Protagonisten Drake. Positiv hervorzuheben sind das Action-Kampfsystem, das aber auch zu einem guten Teil auf Rollenspielelemente setzt, und das gute Level-Design, das auch das Erforschen des Dungeons zu einem beträchtlichen Teil berücksichtigt. Auch die große Spieldauer, in der aber viel Abwechslung enthalten ist, darf positiv erwähnt werden. Einzig der Schwierigkeitsgrad steigt leider schon sehr früh an. Abhilfe verschafft ein kleiner Trick, mit dem man sich schon früh im Spiel eine sehr mächtige Waffe holen kann, sodass die Schwierigkeit erst gegen später große Anstrengungen abverlangt. Ansonsten ist Stonekeep einer der ganz großen Titel unter den Dungeon-Crawlern. Ich kann's nur jedem empfehlen. Spirit of Adventure ist ein Titel aus dem schwäbischen Hause Attic. Es ist eine klassische Ost-RPG-Umsetzung. Mit einer Partie verschiedenster Talente und Charaktere zieht man los, um das gute Reich vor irgendwas Bösem zu retten. Man beginnt erstmal damit herauszufinden, was man überhaupt tun muss. Dann versucht man, sich in der Stadt nicht zu verlaufen, dann versucht man, auf der Weltkarte nicht getötet zu werden, und wenn man Pech hat, wird man in einen Kampf verwickelt. Der einzig Leidtragende bei den Kämpfen ist in der Regel der Spieler, dessen Tod durch Langeweile sehr eilig einsetzen kann. Noch nie waren Textzeilen so nervenaufreibend, noch nie empfand ich meine Steuererklärung so actionreich wie im Vergleich zu diesem Spiel. Oh, so sehen wir uns also wieder, Anlage K. Oh mein Gott! Was habe ich getan? Ernsthaft, es ist ein eher schwacher Vertreter des Genres. Die Kampfschwierigkeit ist enorm, die Möglichkeiten, die man als Spieler hat, gering. Und was nützt das beste Spiel, wenn man keinen roten Faden hat, der es dem Spieler ermöglicht, rauszufinden, was man überhaupt tun soll? Ein verpfuschter Titel. Ohne Hilfe bin ich nie sehr weit gekommen und sehr viel Spaß hatte ich mit dem Spieler auch nie. The Fairy Tale Adventure begeht denselben Fehler. Es schickt den Helden ohne viele Hinweise einfach mal auf die Suche nach einem Talisman oder so. Klassisches Klischee-Motiv eben. Auf der anderen Seite ist Fairy Tale Adventure ein schönes Beispiel dafür, wie stark der Amiga in Sachen Spieltechnik dem Personal Computer überlegen war. Hatte die Amiga-Vorlage noch schöne Grafik, freuen wir uns hier über EGA-Geklumpe. Hatte die Amiga-Version schöne Hintergrundmusik, blippt uns hier der Speaker in Grund und Boden. Aber wie ist das Spiel sonst? Naja, gar nicht übel eigentlich. Man hat wenig Übersicht, die Steuerung könnte besser sein, die Musik nervt, wie gesagt. Andererseits ist der Schwierigkeitsgrad gelungen, die Welt lädt zum Entdecken und Forschen ein und die Aufmachung verrät, dass zumindest etwas Mühe reingesteckt wurde. Unter Kennern ist das Spiel relativ beliebt. Dem würde ich mich nicht anschließen, aber ich kann verstehen, dass das Spiel nach wie vor eine treue Fangemeinde hat, denn so schlecht ist es gar nicht. Ein netter Titel, der vor allem für Nostalgiker ganz gut geeignet ist. Das schwarze Auge, Schatten über Riva, dürfte den Kennern des Genres auch ein Begriff sein. Auch dieses Spiel ist von Attic Schwaben und mir schon dadurch sehr sympathisch. Auch sonst ist es dem Spiel gelungen, den Geist und die Atmosphäre eines DSA-Spiels gut einzufangen. Natürlich kann man den Geist des echten Spiels nicht damit nachstellen, aber sehr viel näher als hier geht es bei einem Videospiel wohl kaum. Weiterhin ist das Design sehr schön, die Kampfschwierigkeit akzeptabel und der Handlungsumfang des Spielers enorm. Nicht nur in der Hafenstadt Riva, auch im näheren Umland gibt es sehr viel zu entdecken, viele Aufgaben zu lösen und haufenweise Proben auf Talente zu veranstalten. Man merkt richtig, dass die Macher von der Materie Ahnung hatten und nicht nur aus irgendeiner halbherzigen Spezifikation irgendein blödes Spiel hingekotzt haben, wie man das immer wieder erlebt hat.
Auf der anderen Seite kann man aber auch genau das dem Spiel ankreiden. Meine ersten Kontakte zum Pen & Paper hatte ich mit ungefähr 17 Jahren. Seither ist das Spiel für mich deutlich besser spielbar. Davor kam mir vieles in dem Spiel merkwürdig vor und mit Fähigkeiten wie auch Zaubern wusste ich nicht wirklich viel anzufangen. Ich halte es für sehr gut möglich, dass man als DSA-Fan einfach mehr von diesem Spiel hat. Aber dennoch ein Titel, der sehr zu empfehlen ist. Und für alle Helden aus Abiturien erst recht. Jetzt stelle ich mir mal was vor. Angenommen, jemand würde mir sagen, ich könnte eine Mischung aus Fallout und Diablo im Retro-Look mit atmosphärischem Intro und guten Artworks bekommen. Ich würde ihm meine schönste Tochter versprechen. Und ich würde ihm den Kopf abreißen und den Hals mit Weißkohl vollstopfen, würde er mir dann Trial by Magic reichen. Liebe Kinder, so stelle ich es mir vor, wenn eine Horde von Drittklässlern Mitte der 80er mit HTML einen Diablo-Klon programmiert hätte. Ja, ich weiß, dass HTML erst Anfang der 90er kam und dass es eine Skript- und keine Programmiersprache ist, das ist Teil des Witzes. Was soll ich zu diesem Spiel sagen? Man steuert seinen Helden durch einen großen Dungeon, man muss immer tiefer vordringen, verschiedene Gegner besiegen, Schätze und Items sammeln, aber wieso zur Hölle ist dieses Spiel so verflucht mies? Mal angefangen mit der Steuerung. Warum sollte man ein Geldstück einfach durch Anklicken aufnehmen können, wenn man auch einen riesigen Affentanz drum veranstalten kann? Weiter mit dem Kampfsystem. Ja, warum sollte man es auch so programmieren, dass der Spieler es einfach hat? Das Leveldesign. Ja, warum sollte man denn schöne Dungeons bauen, wenn es auch eckige Räume tun? Das Spiel ist einfach nur sehr lieblos und man merkt das. In Zwischensequenzen und Artworks wurde viel Arbeit gesteckt, für den Rest war dann wohl nicht mehr genug übrig. Sehr schade, betrachtet man das, was das Spiel sein will, hätte es wirklich Potenzial gehabt. Probiert's ruhig aus, aber erwartet von dem Spiel nicht zu viel. Na, das war doch mal wieder kurz und schmerzhaft. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder irgendwas zu sagen habt, dann hinterlasst wie immer einen Kommentar, oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für zukünftige Reviews, auch einen Kommentar hinterlassen. Und genau. Tschüsschen und bis zum nächsten Mal.